Hallo und herzlich willkommen zu einem heutigen Webinar. Herzlich willkommen, Birgit. Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer. Ich hoffe mal, dass uns alle gut hören können. Vielleicht könnt ihr mal in den Chat schreiben, wenn wir gut zu verstehen sind. Bitte mal kurz kommentieren. Ich sehe schon die ersten Schreiben schon. Sehr schön. Leider ist sehr schlechte Qualität der Sprache. Andere schreiben gut zu verstehen. Also wir haben an sich das Mikrofon eingeschaltet, sollte auch gut zu hören sein. Alles gut, okay, verstehe alles. Okay, vielleicht bei dem einen gut, bei dem anderen schlecht, vielleicht nochmal kontrollieren, vielleicht nochmal neu einwählen in das Webinar. Ansonsten, wir machen auch eine Aufzeichnung von dem Webinar und dann können wir das auch, kann man sich da auch nochmal anschauen, falls da Schwierigkeiten mit dem Ton gibt. Dann fangen wir mal an mit dem ganzen Thema. Wenn Sie noch Fragen haben, einfach bitte mal in den Chat reinschreiben zum Thema Collabora. Wir wollen jetzt das Ganze nochmal anschauen. Birgit wird ein bisschen was erzählen, was ist neu an Collabora, was hat sich verändert, wie kann man damit starten eigentlich, was für Angebote gibt es. Und wie geht das Ganze voran? Ich übergebe mal an Birgit, dass sie mal sagen kann, was hat sich jetzt verändert im Zeitalter von Collabora in den letzten 4 bis 6 Monaten? Ja, also wir haben ja mit der 17.1 Collabora Online Office in die eGroupware integriert. Dabei ist es so, dass wir gestartet sind mit Collabora 2.1. Mittlerweile hat Collabora die Version entsprechend aktualisiert. Es sind viele neue Funktionalitäten in Collabora Online aufgenommen worden, sodass jetzt einfach aus meiner Sicht und aus dem täglichen Arbeiten mit Collabora das Ganze sehr viel näher an dem Desktop-Client ist, als es noch in der Collabora 2X der Fall war. Und zumindest bei uns ist es so, von den Dingen, die wir mit dem Office zu erledigen haben, ist es so, dass mittlerweile 95 bis 99% der Arbeiten einfach online erledigt werden, was natürlich den ganzen Hochladen, Runterladen-Prozess oder per WebDAV drauf zugreifen, aktualisieren, hinfällig macht. Und gerade auch die Funktionalitäten, die über das Einfügen in Dokument funktionieren, die dann direkt in der eGroupware zu öffnen und zu bearbeiten sind, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, den wir mit dem digitalen Office, wie wir es ja auch gerne mal bezeichnen, jetzt in der eGroupware drin haben. Lass uns doch mal anschauen, wie funktioniert das? Was muss ich denn tun? Ich schalte mal rum auf Birgits Desktop, weil wir haben das schon mal vorbereitet für Sie. Wie ich denn damit starten kann in der eGroupware? Ja, also im Prinzip ist es so, wenn Sie mit einer 17.1 starten, sollte an sich eGroupware direkt in Collabora auch zur Verfügung stellen. Dabei gibt es zwei Sachen zu berücksichtigen, die ich jetzt als erstes einfach mal drauf eingehen möchte. Das eine ist, wenn ich hier in Collabora auf die Konfiguration der Anwendung gehe, dann sehe ich, dass hier eine gewisse Überprüfung stattfindet. Nämlich zum einen habe ich hier den Collabora Surfer, der verwendet wird. Das kann jetzt wie hier in dem Fall unser Collabora Server in der Cloud sein, der auch für Community-Benutzer von außerhalb zur Verfügung steht. Natürlich nur, wenn die eGroupware draußen auch mit, ich sage jetzt mal, dem draußen sprechen kann, sprich mit unserer eGroupware Cloud sprechen kann. Dann kann man auch als Community-Mitglied einfach auf unsere Collabora Cloud zugreifen und das auch über eine Testversion starten. Des Weiteren ist es wichtig, dass der anonyme Benutzer, über den auch in der eGroupware die Sharing, also das Teilen von Dateien und Ordnern funktioniert, eine Sitzung aufbaut und damit in der eGroupware verfügbar ist. Das Ganze wird alles entsprechend hier drin abgeprüft und
mit der Aktualisierung, mit dem Update auf die 17.1 entsprechend gesetzt. Dabei ist es so, standardmäßig, Collabora ist eine Anwendung wie Kalender, Adressbuch, Projektmanager und so weiter auch. Und ich brauche natürlich ein Zugriffsrecht auf diese Anwendung, damit ich Collabora verwenden kann. Das ist im Prinzip, denke ich, auch das, wo ich jetzt so in den letzten Wochen die meisten Anfragen hatten. Wir haben im Update standardmäßig Rechte gesetzt für die sogenannte Default-Gruppe. Das heißt, auf der Default-Gruppe, wenn ich die Default-Gruppe in Benutzung habe und mir die Zugriffsrechte anschaue, dann ist dort auf den Ausführungsrechten gesetzt, welche Anwendungen ich zur Verfügung habe. Wenn ich die Default-Gruppe nicht nutze, dann kann ich entsprechend auf den Gruppen, die ich nutze, wie jetzt hier in dem Falle auf der Instanz, wo wir uns jetzt hier bewegen, ist die Standardgruppe, in der alle drin sind, ist die Zanti Engineering Gruppe, und dort haben wir dann explizit Ausführungsrechte für Collabora gesetzt. Wie gesagt, für ein Update von der 17.1 oder das, was standardmäßig mit dem Update passiert ist, dass für die Default-Gruppe Rechte gesetzt sind. Wenn Sie jetzt aber die Default-Gruppe nicht in Benutzung haben oder aber auch sagen, naja, Collabora soll doch nicht für alle genutzt werden, sondern nur für eine kleinere Gruppe bei uns, dann können Sie natürlich die Zugriffsrechte hier von Collabora entsprechend auf den Gruppen setzen oder auch wegnehmen, die das Ganze nützen können sollen. Also nochmal, dass ich es verstehe. Collabora ist eine Anwendung in eGroupware, ja. Und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, diesen Collabora-Server zu beschreiben. Also einmal entweder installiere ich den selbst in meinem eigenen Rechenzentrum oder ich verwende den Collabora-Server in der Cloud, also in der eGroupware-Cloud. Das heißt, ich habe einmal eGroupware und das andere ist Collabora. Genau. Also im Prinzip ist es so, Collabora bietet die Möglichkeit, es auf dem eigenen Server zu haben. Wir haben dafür auch Installationspakete, die wir aktuell für unsere EPL-Kunden zur Verfügung stehen. Die Planung ist, das im Laufe des Sommers auch für die Community zur Verfügung zu stellen. Aber wichtig ist bei der ganzen Geschichte, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn ich auf meinem eigenen Server Proxy verwende oder die Systemumgebung ein bisschen schwieriger ist, ich vielleicht keine Paketinstallation habe, gibt es eine gute Chance, dass es auch nicht einfach so funktioniert. Und deswegen haben wir uns entschieden, das jetzt erstmal nur über das Hosting für Community-Mitglieder zu öffnen und vielleicht im späteren Bereich dann auch für Eigeninstallation zur Verfügung zu stellen. Aber im Zweifelsfall heißt es, entweder dann für, wenn das nicht funktioniert, muss halt die Community auch entsprechend den Support erwerben, damit wir ihnen helfen, dass es bei ihnen auf dem eigenen System dann funktioniert. Die Cloud-Version, sofern die eGroupware von außen erreichbar ist, beziehungsweise der Collabora-Server, also Ihre eGroupware in der Eigeninstallation mit unserer Collabora-Cloud sprechen kann, dann können Sie einfach das testen mit unserer Collabora Cloud. Dabei ist es so, wenn wir jetzt auch über Datenschutz oder Ähnliches reden, Dokumente, die bei uns in der Collabora Cloud geöffnet werden, werden nicht bei uns irgendwo zwischengespeichert, sondern sie werden natürlich dorthin transferiert, werden dort mit geöffnet, aber es gibt keine temporären Dateien oder irgendwas, was dann auf unserem Server liegt, sondern die Originaldateien und alles, was bearbeitet und gespeichert wird, liegt wieder auf dem externen Dateisystem von demjenigen, der seine Dokumente damit öffnet. Und die wandern quasi nicht nach Amerika, oder wo liegen die Dokumente dann? Oder wo ist das ganze Hosting statt? Nee, also wie auch unsere sonstige Hosting-Farm ist es so, dass wir alle unsere Sachen in Deutschland angesiedelt haben, in einem Rechenzentrum von ProfitBricks in Frankfurt bzw. in Karlsruhe. Also von daher gelten an den Sachen natürlich deutsche Datenschutzrichtlinien, deutsche Gesetzgebung,
was, glaube ich, für viele Kunden hier bei uns und mit der aktuellen Situation, die sich ja auch nochmal verschärft mit den Datenschutzrichtlinien, hier schon ein ganz entscheidendes Thema sein wird für alle Unternehmen und alle Leute in der EU. Okay, so das heißt, ich muss den Zugriffsrechte geben auf die Collabora, auf die Gruppe, das Recht für Collabora und dann kann ich schon direkt starten oder was muss ich jetzt noch ändern? Wie geht das Ganze jetzt los? Ja, im Prinzip geht es ganz einfach los. Wenn die Sachen so funktionieren, weil ich Zugriff habe, dann klicke ich eigentlich nur in meinem Dateimanager auf irgendein Dokument, was ich mit Office öffnen kann. Nämlich zum Beispiel einfach ein Excel-Dokument. Dann passiert eine Sache standardmäßig. Sie kommen erstmal in eine Testperiode, 30 Tage, mit der Sie Collabora online testen können. Dabei ist es so, optional können Sie eine E-Mail-Adresse eintragen. Ich trage jetzt einfach mal meine E-Mail-Adresse ein und danach sagen Sie Trial starten. Mit diesem Eintrag von der E-Mail-Adresse ist es so, dass wir einfach die Möglichkeit haben, Sie dann darüber zu informieren, wenn das Trial abläuft, dass es Trial abläuft und auch entsprechend dann Ihnen anzubieten, dass Sie zum Beispiel eine Lizenz weiter erwerben können oder ähnliches. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte das Trial starten, klicke ich jetzt mal entsprechend drauf, werde ich automatisch weitergeleitet zu dem bearbeitenden Dialog des entsprechenden Dokuments. Das heißt jetzt im Endeffekt, wenn ich irgendein anderes Dokument öffne, es ist jetzt auch egal, was ich öffne, dass dann ab dem Moment einfach Dateien mit Collabora entsprechend geöffnet werden und ich da drin online alles bearbeiten kann. Ich brauche auch, wie man es von anderen Cloud-Offices kennt, nicht explizit speichern, sondern ich kann alle Änderungen machen und es wird automatisch dann gespeichert. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit, Sachen unter einem anderen Namen abzuspeichern, indem ich hier auf den Speichern unter Dialog gehe. Dann geht von der eGroupware entsprechend ein Dialog auf, indem ich dann meine Datei auch unter einem anderen Namen abspeichern kann. Ich würde es jetzt hier an der Stelle mal einfach wieder abbrechen und schließen. Wie kann ich ein neues Dokument aufmachen? Ein neues Dokument kann ich ganz einfach erzeugen, indem ich im Dateimanager hier oben auf Neu klicke. Wenn ich auf Neu klicke, standardmäßig gebe ich einen Namen ein. Das ist mein Webinar Protokoll. Erstelle das und es wird entsprechend direkt geöffnet. Standardmäßig ist es ein Textdokument. Wenn ich was anderes haben möchte als ein Textdokument, dann muss ich entsprechend hier auf den Plus-Button rechts klicken und kann damit dann auch ein Tabellendokument, eine Präsentation oder wenn ich auf Weitere gehe, sieht man, Collabora an sich hat ziemlich viel verschiedene Dokumententypen, die ich nutzen kann für die Erstellung von Dokumenten. Wir haben nur an der Stelle einfach gedacht, für Otto Normalverbraucher ist es wahrscheinlich so, dass er im Regelfall seine Standarddokumente hat, was entweder ein Excel oder ein ODS von der Seite der Open Documents aus ist, beziehungsweise ein Textdokument, was entweder Word oder entsprechend ein ODT-Format hat.
Von daher haben wir ein bisschen Komplexität einfach ausgespart an der Stelle. Machen wir nochmal so eine Tabellenkalkulation auf, sondern mal sehen, was da jetzt neu ist in der Collabora-Version. Das waren ja zum einen die Menüs, die dort drin waren. Dass man einfach mal sieht, da ist viel mehr drin. Es ist einfach viel, viel näher an der aktuellen Textverarbeitung dran oder an einer Tabellenkalkulation. Ist alles in Deutsch übersetzt. Man sieht jetzt auch, wenn man mal Datei öffnen macht oder bearbeiten oder Daten. Da sehen Sie, ich weiß nicht, ob das im Webinar zu sehen ist, aber probieren Sie es einfach mal selbst aus. Das hat schon alle Möglichkeiten, die Sie normal auch haben in der Textverarbeitung. Ja, respektive, wir sind ja jetzt in dem entsprechenden Dokument zum Bearbeiten von Tabellenkalkulationen und dort ist mit der Version von einem Collabora 3.1 entsprechend die Zellenformatierungsdialoge aufgenommen worden, die man auch so von dem normalen Desktop-Client kennt, mit allen möglichen Formatierungsoptionen, was deutlich über das hinausgeht, was ich halt in der Zweier-Version von Collabora noch zur Verfügung hatte. Auch hier oben an den Icons sieht man, es gibt eine ganze Menge Dialoge, die ich einfach aufrufen und nutzen kann. Das würde jetzt an der Stelle aber tatsächlich das Webinar übersteigen, auf die einzelnen Dialoge einzugehen. Aber was man sagen kann, ist, die Funktionalität ist halt deutlich gewachsen. Und sofern es jetzt nicht so ist, dass man tatsächlich mit den Sachen da Riesenmakros oder Ähnliches auswerten will, glaube ich, hat man ganz gute Chancen, das einfach online zu nutzen und dann halt auch die Funktionalitäten zu nutzen, dass ich zum Beispiel sehen kann, wenn man mal ganz nach unten schaut, wie viele Benutzer sind denn aktuell an einem Dokument am Arbeiten. Und wenn jetzt ein zweiter auf das gleiche Dokument zugreift, da ist es egal, ob das jetzt ein Spreadsheet oder ein Textdokument ist, dann kann ich an der Stelle einfach mit mehreren Leuten auf das gleiche Dokument zugreifen und kann an der Stelle sehen, wo entsprechend gearbeitet wird. Das heißt, in Echtzeit am selben Dokument arbeiten. In Echtzeit am selben Dokument arbeiten, ja, genau. Du hast noch was gesagt, was sehr interessant war, dass jetzt die Sharing Links da eine Veränderung gab, weil ich denke, das wissen auch die meisten noch gar nicht, was es damit auf sich hat und was das für Möglichkeiten schafft. Ja, also Sharing sind ja, ich sag mal so auf Neudeutsch, Sharing im allgemeinen Sprachgebrauch, Dateien freigeben oder auch Ordner freigeben. Ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, auch in der 16 waren schon Funktionalitäten dort vorhanden, dass ich auf einem Ordner Dateien freigeben kann als lesende oder beschreibbare Freigabe. Das erzeugt mir dann einen sogenannten Sharing-Link, den ich entweder im Bereich hier unten per E-Mail verschicken kann an jemand oder aber ich kann einfach hierbei durch eine Kopieraktion mir einen Link generieren und kann den dann an jemand anders weitergeben, zum Beispiel indem ich ihn irgendwo rein kopiere in ein typisches Austauschdokument, in das ich in den Chat reinschreiben kann oder sonst was und das mal jemand schnell schicke. Der muss dann an der Stelle kein Benutzer in der E-Groupware sein, sondern das kann dann tatsächlich jemand Externes sein, mit dem ich diese Informationen teilen kann, um zum Beispiel Dateien auszutauschen, kann ich entweder eine lesende Freigabe machen, die mir dann ermöglicht, dass auf diesem Ordner das Gegenüber einfach alle Sachen, die ich dort einstelle, lesen kann. Oder ich kann analog auch eine schreibende Freigabe machen. Das heißt, an der Stelle, wenn ich eine beschreibende Freigabe mache, dann kann mein Gegenüber in diesem Verzeichnis tatsächlich auch Dateien hochladen. Das heißt, ich kann auch mit Kunden, die ich nicht in die E-Groupware selber als Benutzer mit reinnehmen möchte, explizit,
kann ich natürlich Austauschverzeichnisse gestalten, denen einfach diesen Link zukommen lassen, mit dem sie auf so ein Dokument zugreifen kann. Wie sieht es denn dann bei dem Gegenüber aus, ist vielleicht so eine Frage, die dann automatisch aufkommt. Das möchte ich jetzt hier einfach an der Stelle mal zeigen. Da muss man den Chat reinkopieren, den Link. Das weiß ich, wissen viel, wenn jetzt alle drauf zugreifen. Ja, also ich würde es jetzt einfach an der Stelle mal so machen, dass ich das Ganze in der Form zeige, dass ich einen Inkognito-Tab aufmache und in den Inkognito-Tab das entsprechend einfüge und öffne. Dann sieht man, wie würde mein Gegenüber entsprechend die ganzen Sachen sehen. Das heißt, er bekommt hier eine reduzierte Oberfläche von der eGroupware, von dem Dateimanager zur Verfügung, hat in der beschreibbaren Freigabe die Möglichkeit, einfach neue Dokumente hochzuladen oder aber auch einfach ein neues Dokument hier mit Collabora anzulegen oder bestehende Dokumente damit zu bearbeiten. Sprich, wenn ich jetzt auf ein beliebiges Dokument klicke, dann wird mir dieses Dokument mit Collabora geöffnet und ich habe die Online-Funktionalitäten zur Verfügung und ich kann jetzt einfach im Prinzip sogar parallel mit meinem Kunden an dem gleichen Dokument arbeiten. Das heißt, wir können im Zweifelsfall auch telefonieren oder chatten nebenher und reden und ändern an dem gleichen Dokument, dass ich ihm einfach über so einen Freigabelink zur Verfügung gestellt habe. Da kam noch eine Frage auf. Ja, bitte. Ich interessiere mich für das Ausdrucken ohne PDF-Umweg, wenn möglich aus Dokumentenvorlagen. Ja, was ich machen kann, ist, wenn ich ein Vorlagedokument habe, dieses Vorlagedokument, ich gehe dafür mal in die eGroupware selber zurück, verlasse also meinen Inkognito-Tab. Damit der Druck funktioniert über dieses Einfügen in Dokument, muss ich natürlich irgendwelche Informationen in so ein Dokument einfügen. Ich gehe jetzt mal an der Stelle einfach in das Adressbuch rein, nutze vom Adressbuch jetzt dieses in ein Dokument einfügen in eine Datei. Zum Beispiel dieses Angebot mit Platzhaltern ODT. Das heißt, er fügt jetzt die Informationen hier entsprechend ein in mein Dokument mit der Adresse des Kunden aus dem Adressbuch. Und natürlich kann ich an der Stelle jetzt einfach hier auf Drucken gehen und habe dann mein Dokument, was ich auch direkt auf den Drucker, was auch ein Fax sein kann an der Stelle zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Faxdrucker habe und kann es darüber dann einfach ausdrucken. Das heißt, ich muss jetzt kein PDF machen, wenn ich das nicht möchte. Ich brauche das Dokument auch, ich kann es letztendlich hinterher, wenn ich will, entsorgen oder ich speichere es an der Stelle, wo es rein im Dateimanager dann landen soll. Das heißt, an der Stelle, ich breche jetzt den Druck hier mal ab. Wenn ich es jetzt standardmäßig öffnet er mir diese Dokumente, die ich über Einfügen in Dokument generiert habe, in meinem persönlichen Home-Verzeichnis. Ich kann sie jetzt aber einfach über Speichern unter an eine beliebige Stelle im Dateimanager wieder ablegen, um sie dort dann zur Verfügung zu haben. Zum Beispiel auch beim Kunden wieder abzulegen oder an den Infolog-Eintrag anzuhängen oder je nachdem, was dem entspricht, was ich mit diesem Dokument dann weitermachen oder möchte. Oder serverseitig auch ein PDF generieren, wenn ich das möchte. Das kann ich dann ja auch damit machen. Ja, ich kann das jetzt natürlich auch einfach als PDF speichern und mein PDF dann irgendwo anders ablegen. Also das ist natürlich ganz genauso möglich. Das heißt, wenn ich jetzt ein PDF machen will, kann ich einfach sagen, ich will hier nur das PDF ablegen und das soll jetzt nicht in mein persönliches Home-Verzeichnis, sondern in das Verzeichnis von der Marketinggruppe. Und hier soll das Ganze heißen Angebot Kunde Bertha irgendwas. Also ich meine,
Und dann hat er das mir entsprechend in den Dateimanager abgelegt, in meinem Verzeichnis. Da kam noch Herr Walter, Sie haben geschrieben, dass bei Ihnen immer die Abfrage kommt als PDF speichern. Vielleicht haben Sie es einmal gemacht, nur so immer vorausgewählt. Also ein PDF-Drucker könnte das vielleicht sein bei Ihnen. Ansonsten, wenn Sie auf Speichern, auf Drucken gehen, kommt normalerweise der Druckdialog. Aber vielleicht meldet sich dann nochmal bei uns direkt, dass wir rausfinden, was bei Ihnen da jetzt schief geht. Weil normalerweise funktioniert das direkt. Ja, also muss man sich jetzt anschauen. Natürlich eine Möglichkeit ist, dass auch das waren Sachen, die wir in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen haben. Geht wirklich das Collabora auf, was Sie nutzen? Also haben Sie tatsächlich hier die Oberfläche mit dem Collabora Online-Logo auf der linken Seite? Oder geht ein anderer Dialog auf, weil Sie eigentlich nicht die Rechte auf der für die Anwendung Collabora gesetzt haben, weil Sie zum Beispiel die Anwendung Collabora nicht eingestellt haben. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, würde ich auch sagen, melden sich einfach, gucken wir mal schnell bei Ihnen per Teamviewer mit drauf und dann kann man sich das zusammen anschauen, wo das Problem im Detail liegt. Ich würde jetzt mal auf zwei Sachen eingehen. Zum einen mal, was kostet mich das Ganze? Wie kann ich Collabora online nutzen? Weil diese Fragen kamen auf jeden Fall auch nochmal bei vielen auf. Da haben wir die Seite vorbereitet, das zeigen wir Ihnen mal und sprechen über die verschiedenen Konzepte. Und zum anderen den Anwendertage in Berlin, wo wir Sie auch recht herzlich einladen, vorbeizukommen, um uns direkt kennenzulernen, um einfach nochmal intensiver die ganzen IQ-Wert-Themen nochmal zu besprechen. Ja, ich wollte ganz kurz, bevor wir da in die Details gehen, noch eine Sache, die jetzt ganz neu ist, weil das auch eine Frage, die häufiger mal kam, kann ich denn jetzt auch eine einzelne Datei für einen Kunden freigeben, sodass der die direkt mit Collabora aufmachen kann, aber wirklich ansonsten gar nicht auf mehr zugreifen kann? Also muss ich ein Verzeichnis für denjenigen anlegen, was ich ihm freigebe, oder kann ich das anders auch machen? Und das ist etwas, was wir jetzt neu eingebaut haben. Das ist jetzt, wenn ich EPL auch zur Verfügung habe, diesen schreibenden Collabora-Link. Man sieht, es ist ganz neu, es ist noch nicht komplett übersetzt, es ist noch auf Englisch. Da habe, dass er mir jetzt einen anderen Link generiert. Der sieht im Prinzip aus wie die anderen Links auch, aber wenn ich jetzt auf den draufgehe und das mit extern aufmache, dann sieht man jetzt, dass wir gar nicht erst in die eGroupware reinkommen, in die Oberfläche, auf der ich irgendwas machen kann. Auch schön, danke. Es ist immer toll, wenn man entsprechend Das ist der der Vorführeffekt. Vorführeffekt, genau. Also nochmal der Versuch. Das war das, wie es sein sollte. Das heißt, er macht mir dann direkt mein Dokument auf. Ich habe gar keinen Rahmen oder keine Möglichkeit. Man sieht auch hier, das Speichern unter ist entsprechend abgedreht. Das heißt, an der Stelle kann ich einfach nur mit dem Kunden, der kann genau in dieses eine Dokument, was ich ihm freigegeben habe, entsprechend seine Informationen eintragen, speichern. Aber ich brauche gar keinen Umweg darüber zu machen, dass ich irgendwelche Ordner oder Ähnliches freigebe. Wobei wir an der Stelle gesagt haben, das ist jetzt so wie auch beschreibende Freigaben ein Teil dessen, was wir unter diesen EPL-Funktionen verstehen, was also in der Community an der Stelle einfach nicht zur Verfügung ist. Wenn ich solche Sachen nutzen will, dann macht es das einfach ein gutes Argument, auch auf die bezahlte Version an der Stelle umzusteigen. Okay.
Das heißt, man sieht jetzt hier, ich habe es hier entsprechend geöffnet und wenn ich jetzt auf der anderen Seite mir es hier anschaue, dann sind entsprechend die Änderungen, die ich jetzt als Anonymer in dem Sharing eingetragen habe, ist dort schon angekommen. Das ist was, was jetzt momentan einfach noch im Testing in der Entwicklungsversion läuft und dann ab nächster Woche dann auch in den EPL-Paketen und in dem Hosting zur Verfügung steht. Das waren halt so typische Sachen, die an uns einfach jetzt in den letzten Wochen auch reingetragen wurde. Und von daher wir gesagt haben, ja, macht absolut Sinn, solche Sachen auch direkt umzusetzen, weil es einfach aus dem Arbeitsablauf auch sehr praktisch ist für unsere Kunden. So, dann war ja aber im Prinzip die Idee, mal zu schauen auf das, was kostet denn Collabora so im Allgemeinen. Ich würde dafür einfach mal auf unsere Webseite wechseln. Und wir sehen hier im Prinzip schon im günstigsten Falle, im Hosting kostet sie gar nichts. Wenn sie, ich sage jetzt mal, ein Paket vom Hosting bei uns genutzt haben mit zum Beispiel 5 gleichzeitigen Anmeldungen, dann haben sie 5 Anmeldungen für Collabora als angemeldete Benutzer kostenfrei inkludiert. Und wenn sie zusätzliche Lizenzen brauchen, weil Collabora hat ein etwas anderes Lizenzmodell, als wir es so anbieten, nämlich die Collabora hat ein Modell, was auf benannte Benutzer geht, während wir ja gleichzeitige Anmeldungen haben. Von daher ist es so, wenn Sie ein Paket mit 5 gleichzeitigen Anmeldungen haben, haben aber 10 Benutzer, die drauf sind, dann sind 5 Benutzer inkludiert und wenn der 6. in dem Monat versucht, auf das Dokument zuzugreifen, dann würde er eine entsprechende Meldung bekommen, dass schon 5 Personen da drauf waren und dass sie gegebenenfalls eine zusätzliche Lizenz erwerben müssten. Bei dieser Lizenz ist es so, wir reden hier über Preise einer Jahreslizenz. Also wir reden jetzt nicht über Sachen, die pro Monat sind, sondern wir reden über eine Lizenzkosten pro Jahr, was, glaube ich, einfach ein sehr, sehr überschaubarer Rahmen ist. Wenn Sie an der Stelle eine gemeinnützige Organisation oder auch eine öffentliche Einrichtung, all das, was man so sehr schön als NGOs oder NPOs im Neudeutschen bezeichnet, dann hat Collabora selber dort Lizenzen von 4,25 Euro pro Jahr. Und wenn Sie als kommerzielles Unternehmen unterwegs sind, dann, da scrolle ich dann mal ein bisschen weiter nach unten, wo wir die eigentlichen Preise dann nochmal aufgeführt haben, dann sind Sie bei 17 Euro pro Jahr und Benutzer für die Lizenz. Diese Preise für diese Jahreslizenz gelten jetzt für alle Hosting-Kunden. Wenn Sie als ein EPL-Kunde mit einer Eigeninstallation oder als jemand, der die Community-Version einsetzt, unsere Collabora Cloud nutzen wollen, haben Sie zum einen diese jährlichen Lizenzkosten. Und zum anderen kommt aber dann noch hinzu, einfach für die Nutzung der Infrastruktur im Hosting ein monatlicher Preis von entsprechend entweder 5 Euro oder knapp 3 Euro pro Monat, wie gesagt, für die Nutzung der Infrastruktur. Ich denke, das ist verglichen mit anderen Office 365 und Ähnlichem, ist es ein sehr, sehr gutes Angebot und man spart sich an der Stelle halt tatsächlich den eigenen Collabora-Server aufzusetzen und in
Betrieb zu halten und natürlich auch die Ressourcen vorzuhalten, um ihn nutzen zu können. Gibt es dazu Fragen? Ja, ich schreibe gerade, ich tippe gerade, aber ich glaube, jetzt kann ich es auch schneller sagen. Da war die Frage, ob es möglich ist, Vorlagedokumente auch zu importieren. Im Prinzip ja. Es geht nur darum, die Dokumente brauchen bestimmte Platzhalter, dann werden sie in eGruppware hochgeladen, ab dann stehen sie zur Verfügung. Genau. Also die Vorlagedokumente arbeiten immer damit, dass die eGruppware einfach diese Platzhalter hat, um sie mit Informationen zu füllen. Und wenn ich diese Platzhalter verwende, dann kann ich natürlich diese Vorlagedokumente auch entsprechend nutzen. An der Stelle hat sich in der eGruppware auch nichts geändert. Dieses ganze Vorlagedokumentensystem, wo es gespeichert wird, wie ich es verwenden kann, dass ich es in allen Anwendungen verwenden kann, die diese Platzhalter unterstützen, das ist an der Stelle gleich geblieben. Dazu haben wir auch schon ein Webinar gemacht zu Vorlagedokumente. Schauen Sie am besten auf der Webseite nochmal nach. Da haben wir auch eine Liste von den Vorlagedokumenten-Webinaren. Da wird genau erklärt, wie Sie so ein Dokument erstellen. Ja, was vielleicht an der Stelle auch einfach nochmal interessant ist, von daher würde ich nochmal in die eGruppware selber zurückschalten, weil auch das eine Frage ist, die in den letzten Wochen immer mal wieder aufgekommen ist. Wie kann ich denn zum Beispiel festlegen, wofür Collabora genutzt werden will, wenn ich jetzt nicht generell das Zugriffsrecht auf Collabora unterbinden möchte, sondern sage, ich möchte es eigentlich nutzen, aber für bestimmte Sachen bietet es mir doch nicht genügend Funktionalität, dann habe ich die Möglichkeit im Dateimanager, gibt es in den Einstellungen den Tab mit den Collabora Office Einstellungen und ich kann jetzt bestimmte Typen davon ausschließen, dass sie mit Collabora geöffnet werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte das, weil typischerweise wir verändern halt viel Sachen mit Makros. Deswegen möchte ich, dass DocM-Dateien nicht mit Collabora geöffnet werden, sondern lokal heruntergeladen werden. Und dann kann ich das einfach hier auswählen und entsprechend würden dann ab dem Moment dieser Dokumententyp wird nicht mehr mit Collabora geöffnet online, sondern wird dann wieder wie früher auch heruntergeladen. Genauso kann ich das natürlich auch hier festlegen für das Einfügen in Dokument, weil auch da haben wir halt verschiedene Kunden, die sagen, also die ganzen Auswertungen, die wir machen, die sind so komplex, dass wir sie einfach lokal weiter bearbeiten wollen, weil wir sie halt auch für eine Weiterverarbeitung brauchen. Und deswegen kann ich hier sagen, wenn ich das möchte, dass ich hier das Ganze auf Herunterladen setze und nicht auf die Vorgabe, die es dann mit dem Collabora zur Bearbeitung macht. Hab natürlich den Nachteil aus meiner Sicht, dass ich es halt genau online nicht mehr zur Verfügung habe. Aber das ist eine Entscheidung, die im Prinzip jetzt jeder für sich oder auch ein Admin für eine bestimmte Gruppe treffen kann. Das heißt, ich kann durchaus auch sagen, meine Power-User, die in der Gruppe XY sind, die können für sich halt einstellen, dass sie es herunterladen wollen. Und der Standardbenutzer, bei dem ich auch gar kein eigenes Office-Paket mehr lokal installieren möchte oder der viel unterwegs ist, damit ich es halt online nutzen kann, für den wird das Ganze halt komplett über Collabora verwendet. Haben Sie sonst noch Fragen zu Collabora? Wir können ja zwischenzeitlich ja nochmal gucken, kommt denn zu den Anwendertagen nach Berlin? Mal kurz in den Chat reinschreiben. Wer hat schon sein Ticket gebucht? Wer ist mit dabei? Ich. Sehr gut. Zwei. Ja. Ja, also ich denke, was da auf jeden Fall interessant ist, einfach noch mal ein bisschen zu sagen, wir werden in den nächsten Tagen auch das Programm, was jetzt zu, ich sage jetzt mal 95-99% fertig steht, zu veröffentlichen. Was werden denn so Themen sein, mit denen wir uns in Berlin beschäftigen werden? Im Prinzip ist es so, dass wir einfach aktuelle Themen in Berlin mit aufgreifen wollen. Das ist natürlich Collabora Online
Und wir haben dafür einen Spezialisten mitgewonnen, der für uns dort auch einen Vortrag halten wird. Ich denke mal, Sie haben vielleicht schon mal von ihm gehört. Ich weiß es gar nicht, haben wir ihn hier draufstehen? Ja, klar. Der Thomas Krumbein wird, der auch ein Buch über Online-Office geschrieben hat, wird einen Vortrag halten. Und zwar wird es dort auch ganz praktisch darum gehen, wie kann ich genau Vorlagedokumente nutzen, wie kann ich diese Integration von dem Online-Office in der eGroupware nutzen, um das einfach nochmal im Detail zu machen. Und ich glaube, es ist auch eine tolle Gelegenheit, weil der Thomas Krumbein eine ganze Menge Erfahrung hat mit dem Vergleich von verschiedenen Offices. Wie schwer ist eine Umstellung von Microsoft-Produkten auf Open-Document-Produkte, auf Collabora? Womit muss man da rechnen? Auch im Zweifelsfall da mal einen Fachmann vor Ort befragen zu können, wie denn da Erfahrungswerte sind, die er aus seinem Erfahrungsbereich einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Des Weiteren haben wir geplant, was insbesondere für die Admins interessant ist, uns mit dem ganzen Thema UCS, Anbindung an Active Directory, Anbindung an Samba Shares und die ganzen Sachen dort mit zu beschäftigen. Parallel dazu wird es in dem Anwenderbereich dann entsprechende Vorträge, Workshops geben zu den einzelnen Anwendungen. Das heißt, wir wollen im Gegensatz zu den Anwendertagen, die wir 2017 in Berlin hatten, wo wir mehr oder weniger versucht haben, eine gute Mischung zu finden zwischen dem, was für einen normalen Anwender und was für einen Administrator interessant ist, eine Mischung zu finden. Wollen wir hier jetzt sagen, wir werden einfach parallel für beide Gruppen sehr unterschiedliche Themen anbieten, sodass ich sowohl als Admin als auch als jemand, der mehr an der Nutzung der eGroupware und Erfahrungen da interessiert ist, gut auf meine Kosten kommen kann. Ja, wie gesagt, das Detailprogramm wird es dann in den nächsten Tagen auf der Webseite auch geben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie alle, die Sie heute dabei sind und all die, die jetzt heute nicht dabei sind, auch in Berlin begrüßen können, weil so ein Anwendertag lebt natürlich einfach von den Personen, die dort sind. Und ich glaube, all die, die letztes Jahr auch da waren, waren sehr begeistert von den Möglichkeiten und dem Austausch auch mit anderen vor Ort. Das ist auch ein ganz großes Thema, der Austausch untereinander und für all das, die Vorstellung. Also was Sie alles dort sehen, ist halt sehr, sehr interessant auch gewesen. Vielen Dank für die Einblicke und die Vorstellung. Ja, sehr gerne. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns auch gerne zuschicken per E-Mail an info@igroupware.org. Oder wenn Sie noch weitere Fragen, schreiben Sie in den Chat rein. Ansonsten, wenn keine Fragen mehr sind von unserer Seite, wünschen wir Ihnen einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, mit Ihnen dann in Berlin spätestens auch live zu sprechen.